Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Ja, das letzte Mal hatten wir Gibraltar, genau, das müssen wir laden, Gibraltar eingenommen. Wie viel? Oh, die Bismarck hat schon 3 Erfahrungspunkte, sehr nice. Z36A-Klasse sogar schon 4. Ich guck gerade mal ein bisschen nach den Erfahrungspunkten von den Schiffen. Ich glaube, das U-Boot hatte erst einen, genau, ja. U-Boot ist halt immer ein bisschen schwierig, Erfahrung zu sammeln. Aber gut, ja, weil es halt auch nicht so als Artillerie dienen darf, so das Ding hatte. Genau, dem habe ich jetzt ein Auto verpasst. Ich gucke gerade mal 60, na, das dauert noch ein bisschen. Okay, los geht's. Wir haben nur 10 Züge Zeit. Und ich zeige euch mal die strategische Karte. Schwierigkeit bei dem Szenario ist eindeutig, dass die Royal Air Force über sehr viele Flugzeuge verfügt. Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Hier stelle ich die Hauptmacht auf, da und da im Wasser. Einen kleinen Teil stelle ich hier auf. Der kleine Teil wird ja hier runtergehen und sich dann mit einem Teil von den Truppen ja verbünden und ja, sozusagen diesen Teil der Insel einnehmen und der Rest kommt halt von Norden. Gut, hier unten werde ich die beiden Schlachtschiffe und den Kreuzer aufstellen. Die anderen beiden Schiffe hier oben. So. So, welchen Panzer nehmen wir? Was ist das 4C? Ich nehme mal den. Der hat erst 4. Ah, scheiß, der Hund was drauf. Den 4D nehme ich jetzt mal. So, eine gute Flak brauchen wir auf jeden Fall. Zack. Dann nehmen wir noch einen Aufklärer und eine Infanterie. Warte, dann machen wir das so. Zack. Und zack. Gut. Dann geht's jetzt hier an Land weiter. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich noch genügend Platz für die Flak lasse, weil die muss ich definitiv aufstellen. Ich stelle jetzt erstmal nur 2 Artillerie auf. Aufklärer brauchen wir immer, natürlich, claro, claro, claro. So, sämtliche Flak, zack, zack, zack. Die nehmen wir noch und die. Den Flamingo natürlich. Ja, und den Rest kann ich jetzt nur noch anlanden. Oder fast nur noch den Rest. So, die beiden kommen dahin und die anderen drei in den Süden. Ja. Ich überlege gerade, ich würde ja eigentlich schon gerne etwas mehr. Das ist der mit 5 Erfahrungen. Mal. Gerne etwas mehr.
So, die beiden Flieger, die sind ziemlich unterlegen. Die fahre ich jetzt, fliege ich jetzt mal lieber weg. Die können höchstens ja, mit Luftunterstützung was reißen. So, die behalte ich hier mal im Hintergrund oder im Hinterkopf oder whatever. Kann vielleicht gehen. Das Kavallerie, okay. Ich muss nur aufpassen, die Flieger dürfen mich nicht sehen, das wäre fatal. So, die fliege ich jetzt mal. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie greifen an den Gegner und holen sich eine blutige Nase an meinem Flakschirm. Aber die sind bestimmt so asozial, machen die das. Ja, okay. So was. Okay. Ja, toll. Ja, jetzt greifen sie natürlich nicht an, weil sie jetzt Schiss haben. Die Schisser. Was ist das denn? Der ist ein Flieger. Das ist Hawker Hurricane. Gut. Machen wir jetzt was anderes. Und dann geht's hier noch weiter. Gerne mal überrollen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Das nervt, dass man da überhaupt nicht, ja, sich mal. So, das funktioniert wenigstens. Sehr schön. So, jetzt bräuchte ich so, jetzt müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir alles erstmal wieder decken. Flakschirm abdecken. Na, den wollte ich eigentlich nicht, sondern den. Berg, da dürfte eigentlich keiner hinkommen. Ich drücke es einfach mal. Das wollte ich eigentlich nicht, sondern dahin. Der nochmal so Sichtweite plus 1, sehr sinnvoll. So, genau, hier ist Verstärkung gekommen.
den hier versinken. Schon erledigt. So, der hat zwei Striche, der hat auch zwei Striche. Ja, die sind beide etwas unterlegen. Ich warte jetzt noch ab. Okay, gut. Zack. Vittorio hat jetzt auch schon zwei Erfahrungsbalken. Sehr nice. Und wir können da schon hinfahren, zu holen. Zurück. Sonst ist er nicht im Flakschirm. Nicht geschützt. Kann ich solche Flak-Hinterhalte generieren, aber das ist halt auch schwierig. Nicht so ganz einfach. So, auch erledigt, dann fährt der da nochmal schnell hin, zack. Und packe ich da mal schnell. Das vorderste Front stellen, das wäre etwas fatal. So, gut. Weiter knallhart. Ja, okay, die Flak ist jetzt ein bisschen arg. Ja, nee, da, der kommt da hin. Also passt alles soweit. So, wir waren nie im Feld. Ja. Angreifen lasse, wenn ich da vorher ein bisschen geschwächt habe, dass die mal ein bisschen Erfahrung kriegen, weil die können vielleicht noch irgendwie in 7 oder so mit angreifen. Hatte. Jetzt schauen wir erstmal, ob die beiden Hempel ihn da vielleicht abschießen können. Können wir jetzt schon mal das, was wir sehen, so mit unseren stärksten Jägern vielleicht angreifen. So, die drei hier zum Beispiel, die können ja schon mal loslegen. Und Hempel da, den auch ganz gerne. Wieso muss der da drei bei dem Angriff auf den Kuppel verlieren? Holen wir noch das Fliegerass dazu. So, das ist ja schon mal sehr gut gelaufen. Was ich jetzt auch noch machen werde, ist, dass ich schon mal diese Hempel da mit einer Bombe eindecke. Der Jäger ist jetzt ein bisschen ausgezeichnet und kann deswegen mehrere Abfangmanöver pro Runde starten.
So, Bristol Blenheim 6, 4, okay, die sind jetzt alle auch nicht so stark. Das sind auch die beiden Jäger, die sowieso nicht. Gegen meine Schiffe. Da müssen wir ja auch mal ein bisschen aufpassen. Gut, und weiter geht's. Er haut ab. Zurückfahren, Victorio, aber. Oh, der ist. Ah, ne, ich dachte, wir werden im Hinterhalt gerade. Oh, das Ding kann zweimal schießen, auch das noch. Oh, jetzt. Das ist dem nicht gut bekommen. So, aber ich denke mal, wir können dann vielleicht diese Runde uns auch von den feindlichen Flugzeugen verabschieden. Fliegen wir die zwei erstmal dahin. Hier 4. Das nervt echt immer diese scheiß Ergebnisse oder Vorhersagen. So, das Ding hätten wir jetzt auch versenkt. Dann können wir dem noch einen mitgeben. Kommt jetzt leider keiner mehr hin. Was sagt der denn? Oh, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Dann nehmen wir noch unseren Italo-Jäger, damit der noch ein bisschen Erfahrung kriegt. So, und dann versuchen wir jetzt beide abzuschießen. Leider ist das schwierig. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, und schon gleich einen zweiten Erfahrungsbalken. Sehr nice. So. Gewesen ist, da noch irgendwas ja, geregelt gekriegt haben. So, die drei, die stehen dann da noch lang und der Rest, ja, das jetzt anders. Ich habe ja noch jede Menge Bomber. Würde ich jetzt erstmal einsetzen. Die sind echt hartnäckig. So, vielleicht habt ihr auch Nachschlag und ja, Verteidigung, okay. Ja gut, aber das sieht doch jetzt schon wesentlich besser aus als vorher. Können wir unsere ganze Adler-Linie auch mal nach unten schicken.
3 Schuss. Das ist jetzt einfach mal. Das sollte ich nicht machen, solange der Hurricane da noch rumfliegt. Aber ich habe ja noch Flugzeuge. So, dann kann ich noch einmal. Gerade. Aber das haben wir gleich. Dann machen wir das halt mit dem einen Jäger. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht auf die Idee kommen, gerade da anzugreifen. Hallo. Hallo. Okay, der hat 3 Erfahrungsbalken und der hat 4. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt für die Runde. Okay, der haut ab. Ja, okay, der schießt jetzt den Schiffsjäger, den schießt jetzt mit vereinten Kräften ab. Oh, da ist immer einer an, da kommt noch ein Flugzeug. Aber der kann sich natürlich ganz gut wegen dem Fliegerast an ihm dran selbst helfen. So, dann wollen wir mal loslegen. Geht jetzt leider irgendwie, ja, so ziemlich die ganze Stärke bei Hops, der Aktion hier. Ich noch irgendwo einen, der da hinkommt. Sehr schön. So, aber der kann ihn nicht töten. Sechs-eins, das ist keine gute Idee. Sag mal, scheinen alle Jäger gewesen zu sein, die ich momentan habe. Das ist natürlich schlecht. Keine gute Idee. Einzige, was ich machen kann, ist zu versuchen, den irgendwie. Der wird wahrscheinlich den hier angreifen. Na gut, sehen die mich. Gut, egal. Mörser. Du bist jetzt erstmal still. Dann machen wir das so. Ja, okay. So what? Das ist natürlich ärgerlich, dass ich den Jäger jetzt nicht mehr hab. Da hätte ich mich ja dran denken müssen. Ist ja auch nicht schlecht. So, und dann gucken wir jetzt hier erstmal weiter. Vielleicht den Adler wieder reinkriegen. Sehr schön. So, der hat noch Munition. Auch noch Munition. So, und dann bringen wir jetzt noch die ganze Art.
Ja, das sieht doch jetzt schon mal ganz ordentlich aus. Und wir haben ja hier noch Bomber, die können dann vielleicht auch schon mal da an der Küste ihre Unwesen treiben. Da ist nämlich zum Glück überall keine Flak. Dann haben wir noch zwei weitere Bomber, die aber leider nirgendwo hinkommen, wo keine Flak ist. Das ist schade. Aber Tel Aviv. So, weiter geht's. Oh, ist doch schon ganz gut. Der ist damit hier. Oder fast. Boom. Ja gut, aber so tragisch war das jetzt auch nicht. Jetzt mal die Güte hast, umzugehen. So, damit hätten wir das geklärt. Und jetzt können wir unsere Bomber da auch mal losschicken. Aber ich guck vorher, die können da mal reinlaufen. Die fliegen da unten hin. Ist schon keiner mehr drin. Haben sie schon weiter geht's. Ich nehme jetzt erstmal die Bomben hierfür, weil mir das wichtiger ist, dass ich da nicht schaffen kann. Die Bomber. Stelle. Ja, der Flughafen ist schon mal uns. Das ist natürlich für Nachschub extrem wichtig, dass der uns gehört. Ja, toll.
voll. Sieht so aus, als ob der jetzt erstmal entkommt. Aber so tragisch ist es jetzt auch nicht. Machen wir erstmal hier weiter. Und zwar, ja, mit unserem wollte ich lieber sein lassen, ja, sieht so aus. Die scheint etwas hartnäckiger zu sein. Ja, muss ich wohl etwas vorarbeiten erstmal. Weil ich werde schon mal da lang hinfahren. Lieber auf sein lassen. Gut, aber alles in allem haben wir ja schon ziemlich viel geschafft. Genau, die hatten auch schon. Haben jetzt auch noch drei Zeit. Ja, die wurden jetzt mal komplett unterdrückt. Zack, der ist jetzt auch uns. Oh, der ist leer. Der ist auch leer. Auch zurückfliegen. Okay, der ist auch leer. Aber wir haben ja jede Menge Flugzeuge. Die Schiffe kann ich natürlich vielleicht auch nochmal einsetzen. Aber hier habe ich noch einen Jäger. Leider auch nicht ganz gebacken, aber der wird nicht mehr allzu viel Schaden anrichten können. Der war leer, genau. Ja, und die kommen da leider nicht hin. Okay.
Aber es sieht doch schon mal wesentlich besser jetzt aus. Jetzt ist dann gleich der letzte Zug, aber ich denke mal, das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein, das auszumachen. Ja, der hat noch einen Schuss. So, ja, jetzt haben wir ihn endlich kaputt gekriegt. Der war etwas hartnäckiger. Jetzt nehme ich mal die Schiffe, um den Mörser da schon. Ich bin gerade am Überlegen, nee, ich muss eine Einheit leben lassen. Okay, oder ja. Machen wir es einfach so, zack. Bus. Das ist jetzt interessant. Also habt ihr gesehen, das eine Hex war ja als Sieghex deklariert, aber trotzdem konnte ich ausmachen. Das muss ich mir in der Suite nochmal angucken und jetzt habe ich aus Versehen weitergeklickt. Kiew, unser Vormarsch in Russland kommt gut voran. Doch nun stoßen wir auf Kiew vor. Dort hat der Feind große Mengen an Truppen und Panzern. Es ist uns gelungen, den Feind einzukesseln. Greifen Sie von beiden Seiten her Kiew an. Enttäuschen Sie uns nicht. Ja, wir haben jede Menge. Wir haben 8.181 Prestige. Ich schau mal, was es alles Neues gibt. Auf jeden Fall hole ich mir so ein T34. Ja, 4 Schuss, das kannst du vergessen. Obwohl die Dinger jetzt auch nicht so schlecht sind. Ja, tun wir mal hier den 4C in T34 downgraden. Gut, und dann schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Wir könnten jetzt zum Beispiel ja, Sturm Emil. Diese Packe in Sturm Emil. Überlege ich mir noch, ob ich das tue. Was gibt's jetzt hier Neues? Hier gibt's jetzt, glaube ich, nichts Neues. So, ja, dann Adler, dingesmäßig, den rüsten wir mal in den. Oh ne, das kostet gar nichts. Vielleicht sollte ich mir dann einfach einen neuen kaufen. Gucken wir gleich auch nochmal nach. Hier gibt's auch nichts Neues. So, ja, Flugzeuge. So, 13, 14. So, wir werden jetzt unser Fliegerass mal aufrüsten. Ist natürlich eine teure Angelegenheit beim Fliegerass. Und bin überlegen, ob ich jetzt den mache. Ja, vielleicht eher den, weil der noch am schwächsten ist. Dass der sich gut verteidigen kann. Dann Bomber. Gibt's, glaube ich, nichts Neues. Nee. Könnte höchstens hier 100
LH6 in ah nee, das ist schon das Beste. Gibt's nicht irgendwann da mal einen besseren oder ist der schon, kommt der erst noch oder ist der schon vorbei? Ach, keine Ahnung. Gut. Dann gucken wir mal weiter, was wir sonst noch so machen können. Ich bin am Überlegen. So, der kann über vier Felder fahren. Das ist natürlich ein bisschen arg langsam. Wenn ich den jetzt aber und 25 Sprit ist natürlich auch Schitte. Ach, der hat nur zwei Schuss. Ach du Scheiße. Neun 14 sind natürlich allerdings Werte, die wir jetzt mit unserem Panzer nicht erreichen können. Oder ich kaufe mir jetzt einfach mal so einen, weil, ja, ich hatte ja schon mal im letzten Part gesagt, dass, ja, dass wir ein bisschen arg wenig Panzer haben, also dass ich da eigentlich gerne nochmal nachlegen möchte. Nee, wir lassen das jetzt doch. Was ich aber machen werde, ist, dass ich hier wirklich den Sturm Emil draus mache, auch wenn das natürlich sauteuer ist. Aber so haben unsere Panzerkräfte dann doch eine etwas größere Durchschlagskraft. So, dann werden wir jetzt mal unsere Panzer aufrüsten. Denn ja, Panzer, das ist so das, was wir in dem Szenario brauchen. Ziemlich starke Panzer. So, die machen wir jetzt nur auf 13, weil die so teuer sind. Gut, dann haben wir noch 3612 Prestige zur Verfügung. Gut, der hat jetzt auch einen Überstärkepunkt. Das freut mich natürlich. Der hat auch einen gewonnen. Jäger haben jetzt natürlich alle wieder ihren Überstärkepunkt verloren. Ah ne, der hat noch 12 immerhin und der hat noch 11. Ja, ansonsten bin ich gerade im Überlegen, aber ich glaube, das war's dann. Was ich schon mal sagen kann, das nächste Szenario wird, ja, ist so, dass das erste wirklich richtig schwierige Szenario, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man halt nur mit ja, 125 Prestige spielt oder geringer. Oder besser gesagt 100 Prestige oder geringer. Aber für mich mit meinem schlechten Spiel, ja, ist es mit 125 schon schwierig. Ist etwas herausfordernd und es wird definitiv auch länger dauern. Also die Mittelmeer-Szenarien gingen ja jetzt alle relativ flott, unter einer Stunde. Aber das wird jetzt wieder ein, ja, man kann glaube ich sagen, die nächsten drei Szenarien werden auf jeden Fall wieder unter einer Stunde, über eine Stunde dauern. Kiew kann sogar sein, dass es jetzt anderthalb Stunden dauert. Muss ich mal gucken, wie es ausgeht, wie es ausschaut. Ansonsten, ach so, genau, ich wollte mir noch so einen neuen Aufklärer kaufen, genau. Ja, weil vier Aufklärer sind ein bisschen arg wenig. Vor allen Dingen die, ja, hat die KI ja immer gut auf der Rechnung. Also wenn wir dann einen verlieren, dann haben wir noch ein bisschen was in der Hinterhand. Sechs Jäger ist auch noch ein bisschen wenig. Sechs Jäger, sieben Bomber, ja. Aber momentan können wir uns halt auch nichts Neues kaufen. Müssen wir halt auch mal gucken, wie sich das mit dem Dinges entwickelt. Ob wir vielleicht irgendwann mal was als Prototyp bekommen oder nicht. Gucken wir mal schnell, aber nee. Ja, diese 20 mm Flak-Infanterie. Nachteil ist natürlich, dass sie nur über zwei Felder laufen können, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also ich denke mal, das war's. Wir haben ja jetzt auch schon, ja, sage ich mal, ganz gut Geld ausgegeben. Sorry, dass ich vorhin das aus Versehen weggeklickt habe. Das war jetzt natürlich keine Absicht gewesen. Das hatte mich einfach so überrascht und ja auch ein bisschen geärgert, weil mir jetzt sozusagen das Prestige aus einer Stadt ja durch die Lappen gegangen ist.
Ich speichere mal schnell, damit ich das nicht vergesse und sage dann an dieser Stelle Tschüss und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Part wieder zu.